gerade noch die letzten Vorbereitungen für die Verpflegung, für die Kundgebung hier bereitstellen. Gleich seht ihr mehr. Weil wir merken, wir alle merken, dass alles immer teurer wird, Supermarkt, bei der Gasrechnung und natürlich auch in der Tankstelle. Und das Einzige, was wir nicht steigt, sind die Löhne. Ja, wir sind heute hier bei der Kundgebung gegen die Preiserhöhung in Dortmund im Unionsviertel. Die seht ihr hinter uns. Es ist wirklich nicht so viel los, wie man vielleicht erhofft hat, weil es gab eine unfassbar stabile Kampagne im Vorfeld. Die Leute von der Initiative sind täglich, ich glaube, in den letzten zwei Wochen fast auf der Straße gewesen, haben die Nachbarschaft eingeladen, zu sich zu kommen, hier zu der Kundgebung zu kommen. Von daher ist es zwar etwas schade, dass jetzt hier nicht zumindest mal 50, 60, 70, 80 Leute stehen, aber es ist trotzdem eine tolle Atmosphäre hier. Es ist nett, es gibt was an Krebs und so weiter. Was denkst du? Ja, ich finde das echt super, wie das aufgezogen ist. Ihr seht ja schon da hinten, gerade haben mehrfach Leute in kleinen Reden von ihren persönlichen Erfahrungen mit der Krise gesprochen. Gleich direkt daneben sieht man dann auch, passend zu den Reden, was wir fordern können. Und ich denke, das ist wirklich ein gutes Modell, was man auch für zukünftige Kundgebungen einfach mal wieder übernehmen sollte. Dass man ganz aktiv hier das Viertel mit einbezieht, die Leute, die tatsächlich davon betroffen sind, ihnen gar nicht groß immer irgendetwas vorreden muss. Von wegen, das brauchen wir jetzt, so sieht's aus, sondern sie einfach mal selber sprechen lässt und auch selber die Forderung machen lässt. Natürlich funktioniert das einmal am besten, wenn es daneben noch Krebs, Waffeln und heiße Getränke als kleines Schmiermittel dafür gibt. Jetzt kommt die nächste Rede von Kim. Hi, ich bin Kim. Ich habe vielleicht gerade schon ein paar Leute am Krebsstand. Paul? Ja, jetzt geht's wieder. Am Krebsstand gesehen. Ich bin 23 Jahre alt und wohne auch hier im Viertel. Ich studiere dual, das heißt, neben meinem Studium arbeite ich noch bei einem Praxisunternehmen. Viele würden jetzt vielleicht annehmen, dadurch könnte ich mir meinen Lebensunterhalt finanzieren. Die Realität sieht aber leider ganz anders aus. Neben dem Stress im Studium und auf der Arbeit muss ich noch einen weiteren Job machen, um über die Runden zu kommen. Aktuell arbeite ich ca. 55 Stunden die Woche. Und damit bin ich bei weitem nicht die Einzige. Die meisten Studierenden arbeiten neben ihrem Studium noch, obwohl Klausuren und Vorbereitungen extrem viel Zeit fressen. Und immer mehr Studierende müssen dabei nicht nur einen Job, sondern zwei oder mehr Jobs nachgehen. Und das sind häufig unterbezahlte und ziemlich beschissene Jobs wie bei Lieferdiensten wie Lieferando, Gorillas. Und wie man in der Corona-Krise gemerkt hat, sind das auch Jobs, bei denen man mal ganz einfach rausgeschmissen werden kann. Viel Zeit, um sich auf das Studium zu konzentrieren, bleibt dabei leider nicht mehr. Dazu kommt außerdem noch, dass die Reform der Studiengänge vor einigen Jahren die Studiengänge auch immer mehr durchgetaktet hat. Wer ernsthaft studiert, kann vom klassischen Studi leben, von dem einem immer so vorgeschwärmt wird, mit immer Party machen, bis Mittag schlafen, leider nur träumen. Die aktuellen Preiserhöhungen machen die eh schon schlechte Situation immer schlimmer. Mehr Studierende brauchen einen weiteren Job, um noch genug Geld zu haben, und wir haben wenig Zeit zum Lernen. Manche müssen sogar tatsächlich zurück zu ihren Eltern ziehen, und viele sind gezwungen, sich in jungen Jahren schon stark zu verschulden. Doch Widerstand gegen diese Verschlechterung unserer Lebensbedingungen gibt es bisher an Unis leider kaum bis gar nicht. Das muss sich endlich ändern. Wir sind betroffen von der Krise, wie ihr alle, wie RentnerInnen, wie ArbeiterInnen. Und nur wenn wir uns gemeinsam wehren und gemeinsam mit euch gegen die Politik der Regierung kämpfen, nur dann kann sich was verändern. Halten wir zusammen gegen die Krise, egal ob auf der Arbeit, in der Nachbarschaft oder in der Uni. Nochmal, hi, ich bin der Arti. Ich spiele gleich einfach noch 5 Lieder, um einfach nur in den Abend ein bisschen angenehmer zu gestalten, hoffentlich. ist eine gute Sache, für die wir hier sind. Und ich dachte, ich supporte das alles mal ein bisschen musikalisch. Hoffentlich habt ihr viel Spaß. Ja, dann leg ich mal los.
You love me, I say you're crazy, we're nothing more than friends. You're not my lover, more like a brother, I know you since we were like 10. Don't mess it up, talking that shit, only gonna push me away, that's it. When you say you love me, I say you're crazy, we're gonna go again. Don't go look at me without looking your eyes, you ain't going away without a. In diesem Sinne möchte ich euch alle herzlich zu unserem ersten nachbarschaftlichen Treffen am kommenden Sonntag, den 20.11. um 18.30 Uhr im Haus der Vielfalt einladen. Wir hoffen, dort mit euch noch tiefer ins Gespräch zu kommen und vor allem euch die Möglichkeit zu geben, euch gegenseitig eure Geschichten zu erzählen und euren Sorgen, eurem Frust Luft zu verschaffen. Wir wollen Anonymität und Einsamkeit durchbrechen und Wege finden, wie wir uns ganz konkret gegenseitig unterstützen können. Wir freuen uns auf euch. So, die Kundgebung neigt sich dem Ende zu. So langsam strömen die letzten Massen noch einmal zum Waffel- und Crepe-Stand. Wie hat's dir heute gefallen? Ja, also ich fand's wirklich super gelungen. Ich fand's eine richtig schöne Atmosphäre, so von der Organisation und der ganzen Aufmachung und dem Inhalt hat's mir total gut gefallen. Und ich glaube, es ist sehr ansprechend auch für die Nachbarschaft war und auch viele Leute auch einfach so stehen geblieben sind, einfach nochmal so sich auch was mitgenommen haben, einen Flyer mitgenommen haben und da muss man wirklich sagen, hat die Initiative tolle Arbeit geleistet und das ist auf jeden Fall der Weg, wo es weiter hingehen sollte und wo wir natürlich auch ja hier auch in Dortmund sicherlich gelernt haben, aus anderen Städten, zum Beispiel aus Bremen, haben wir auch eine tolle Folge drüber gemacht mit den Leuten aus Bremen. Baut auch in euren Stadtteilen sowas auf. Ja, Joshua, wie hat es dir gefallen? Hast du noch abschließende Worte für uns? Im Endeffekt kann ich mich dir da nur anschließen. Mir hat es auch sehr gut gefallen und ich denke, genau das ist es, was wir brauchen. Weg von Politik nur für uns und wieder hin zu mehr Politik für die Nachbarschaft, für die Leute, mit denen wir tatsächlich kämpfen werden müssen und kämpfen wollen. In diesem Sinne. Wie hat es euch gefallen? Schreibt uns in die Kommentare, ja, dieser tolle Aktionseindruck. Absolut, Abo dalassen und Glück auf. Glück auf.